KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von KinoCast. Ach, eigentlich wollte ich was anderes machen, oder? Machen wir es doch so. Hallo Kate. Hi. Hi Chris. Hallo Erik, der was anders machen möchte. Ja, willkommen hier zur Sendung Nummer, wo sind wir? Hier steht 683. Boah, 683. Und wir haben einige Filme mitgebracht, wieder neu aus dem Kino, ein paar Sachen. Zum einen die Sneak Preview der vergangenen Woche. Da hatten wir den Film Hinterland, von dem ich ehrlich gesagt außer dem Titel vorher noch nie irgendwas gehört hatte. Den Titel hatte ich schon mal gelesen irgendwo in der VDF-Kino-Übersicht von den Filmstarts, aber ich konnte mir nichts drunter vorstellen. Und war auch eine relativ kleine Produktion. Und was war eigentlich der Tipp dafür? Wisst ihr das zufällig noch? Nichts ist so, wie es war. Ah, stimmt. Na, es passt natürlich, weil wir sehen hier eine Einheit, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt, aus Kriegsgefangenschaft. Also die war wirklich ein paar Jahre in Kriegsgefangenschaft und kommt halt zurück und entgegen den in Anführungszeichen normalen Kriegsrückkehrern ist halt schon ein bisschen Zeit vergangen. Also die Gesellschaft hat sich schon wieder so ein bisschen in Anführungszeichen normalisiert in Wien. Also das spielt dann in Österreich, in Wien. Und man will eigentlich diesen Krieg vergessen, so schnell wie möglich. Und da sind natürlich die, die jetzt noch heimkommen, die erinnern einen wieder an die schlimme Zeit, wie es war. Und die sind halt eher so Aussätzige und man will sich gar nicht weiter mit denen beschäftigen und gibt sie in irgendwelche obdachlosen Asyle ab, weil die natürlich auch vielfach alles verloren haben, was sie in der Heimat hatten. Sie haben zwar ihr Leben riskiert oder teilweise auch ihre Gesundheit dafür hergegeben, für das Kaiserreich, das Österreichische, um da einen Krieg zu ziehen, aber ja, zu Hause ist jetzt nichts mehr, was auf sie wartet. Irgendwie die Frauen haben halt auch schon gedacht, sie hätten ihre Männer verloren zum Beispiel und haben sich anders orientiert und da ist halt nichts mehr und sie leben halt auf der Straße. Und wir sehen schon in einer der ersten Szenen, wo dieses Boot mit den Gefangenen die Donau hinaufschippert, wo auch schon welche schlimm krank sind und da über Bord geworfen werden, weil sie gestorben sind. Und ja, dann kommen sie in Wien an und sind dort nicht gerade, werden nicht mit offenen Armen empfangen und nicht mit Venen fahren und die glorreichen Kriegsheimkehrer und die haben ihr Leben riskiert, sondern müssen halt wirklich erstmal in der Gosse leben. Und wir erfahren dann, dass ein Offizier oder so oder ein, ja, weiß nicht, was für ein Dienstgrad war. Der Hauptprotagonist. Ja, der, genau, unser Hauptdarsteller, gespielt von Muratan Muslu, der mir seltsam bekannt vorkam in dem Film. Und ich habe überlegt, woher ich den kannte und habe aber jetzt vorhin erst nachgeschaut. Der war in der Serie Skylines zu sehen als dieser Labelchef und da fand ich ihn eigentlich schon ziemlich gut. Und ja, der spielt hier diesen Hauptprotagonisten und wir erfahren dann, dass es in Wien zu der Zeit eine Mordserie gibt, wo hauptsächlich Kriegsheimkehrer umgebracht werden. Und Muratan Muslu ist nicht nur selber ein Kriegsheimkehrer, also ist dadurch auch im Fadenkreuz dieses Mörders, sondern er hat früher, bevor er in den Krieg gezogen ist, bei der Polizei gearbeitet in einer hohen Position und hat einige schlimme Serienmörder gefangen durch Intuition und Ermittlungsarbeit. Und er kommt quasi wieder dazu, der Polizei zu helfen. Und die kennen ihn natürlich auch. Der eine, der bei der Polizei arbeitet, der jetzt, der nicht in den Krieg gezogen ist, der sich in der Zeit halt nach oben gearbeitet hat in der Polizei, der kennt ihn auch von früher noch. Und der nimmt ihn dann mit rein, weil er seine Fähigkeiten kennt. Und er beginnt dann dort zu ermitteln. Und das war so ein interessanter Knick in dem Film, weil am Anfang dachte ich, ach nee, jetzt geht es hier um so ein Kriegsheimkehrer-Drama, ey, puh. Und dann wird es diese Mordserie, in der ermittelt wird, die wirklich extrem fiese Morde, also da kann Sieben, kann da einpacken, also diese Mordserie, also hier werden wirklich die Menschen irgendwie ausgeweidet und trapiert dann von diesem Mörder auf eine übelste Art und Weise. Und der hinterlässt halt auch eine eindeutige Handschrift von, also man sieht genau, also was zu der Mordserie gehört und was nicht. Und
es betrifft dann auch welche von denen, die mit unserem Hauptprotagonisten Peter Perk, Muratan Muslu, mit nach Hause gekehrt sind, nach Wien. Und ja, er fängt dann dort an zu ermitteln und stößt dann auch in Gefilde vor, ja, die eigentlich vielfach oder die eher drüber schweigen wollen, was da gewesen ist, auch in der Zeit, wo er nicht da war. Und ich fand das dann extrem spannend und man muss auch noch hervorheben den visuellen Stil des Ganzen, denn wenn man das jetzt so beschreibt, denkt man ja, okay, ja, kurz nach dem Ersten Weltkrieg und so hat man schon so gewisse Bilder vor Augen, aber das Ganze ist nahezu komplett vor Greenscreen gedreht worden und alle Hintergründe und die Umgebungen sind so ersetzt. Das kann man vergleichen zum Beispiel mit 300 oder mit vielleicht Sin City oder so, und die Hintergrundaufnahmen, die man sieht von den Gebäuden, die sind so ganz bewusst so, ja, künstlerisch verfremdet, würde ich mal sagen. Also die Gebäude sind so irgendwie so schräg und so, was halt auch dem entspricht seiner seelischen Lage. Er kommt halt zurück und nichts ist mehr so, wie es war, wie auch der Tipp gesagt hat. Es hat sich alles irgendwie verändert, es ist alles irgendwie seltsam und er findet sich nicht mehr zurecht. Er hat zum einen natürlich im Krieg da schlimme Sachen durchlebt und ist da auch traumatisiert und er kommt dann zurück und da ging quasi das normale Leben weiter und trotzdem passiert dann diese Mordserie, was ihn dann, er stürzt sich dann in die Arbeit, in Anführungszeichen, um dann ja wieder ein bisschen Normalität zurückkehren zu lassen. Ne? Ich muss schon sagen, Chris, oder? Am Anfang haben wir gedacht, alle so, oh, und dann, wo das dann losging mit dieser Mordserie und wo die Ermittlungen losgingen, boah, da war der richtig gut. Muss ich sagen, also ich habe ja den Trailer schon gesehen, ich wusste ja auch, was kommt, weil ich habe ja auch den Tipp gemacht, deswegen war der Tipp ja auch gut. Und ja, es war schon so, also ich habe mir, als ich den Trailer gesehen habe, was anderes vorgestellt, sagen wir es mal so. Und dann, wie der Film sich da entwickelt hat und mit welchen Tricks der gearbeitet hat, das fand ich richtig gut teilweise. Da war, also dass die ganze Zeit die Stadt einfach schräg hängt, schräg dargestellt wird, das fand ich schon cool, weil das war so ein richtiger Visual Mindfuck irgendwo. Und auch die Morde, wo passiert sind, ja, dann wie die Schauspieler agiert haben, wie die Story sich entwickelt hat. Es gab so ein paar echt coole Momente da einfach drin. Einer meiner Lieblingsmomente im Film war, wo er relativ frisch nach Hause kommt und dann im Bett liegt zu Hause und du dann und dann so Licht einfällt und du denkst, okay, da fährt jetzt irgendwie ein Auto ran und dann überlegst du noch so, okay, kommen die jetzt und holen ihn raus, weil irgendwas los ist oder so. Und dann ändert sich die Situation und die ganze Szene komplett und es ist wie so die Projektion dann drüber an der Wand vom Krieg wieder und du merkst dann, okay, wir sind jetzt gerade eigentlich voll in seiner Gedankenwelt, voll in seinem Traum drin und das fand ich einfach cool gemacht. Also das war richtig, richtig stark eigentlich. Und ja, wie gesagt, wir haben uns während dem Film kurz unterhalten, so ja, das sind ja meistens bloß 3-4 Leute eigentlich wirklich am Set, der Rest ist hinten rein gemacht. Und das ist cool, das hat mir echt gut gefallen, weil das wirklich das ausgenutzt hat, so eine Technik mal anders wie jetzt bei 300. Bei 300 war es natürlich schon so ein, okay, cool, kann man mal so machen, ja. Und hat auch was für sich, nur in dem Fall war es halt wirklich nochmal anders irgendwie und das fand ich beeindruckend. Also und die Morde, also aber hallo, hey, also das war ja teilweise schon richtig, richtig widerlich und das dann aber auch so zu zeigen, war auch richtig, richtig widerlich. Aber gut, hat insgesamt zu dem ganzen Film gepasst, auch mit der Zeit von, ja, wie die Leute einfach drauf waren mit, okay, wir probieren irgendwie, jeder versucht für sich so halb zu überleben. Ja, fand ich beeindruckend einfach und wie der ganze Film sich dann abgespielt hat auch, war schon cool, also auch hinten raus dann mit nicht näher genannten Leuten, die dem zwar jetzt keine völlig überraschende Wendung geben, dem Film, aber trotzdem eine Geschichte erzählen und alles, die einfach spannend auch irgendwo war. Ah. Und deswegen fand ich es ganz cool. Ich mochte auch die, also wir haben ja den Hauptdarsteller jetzt schon erwähnt, den Muratan Muslu, aber die Nebendarsteller Riege, die war auch sehenswert. Da hat zum Beispiel
Der Mark Limpach heißt der Schauspieler, der den Polizeichef gespielt hat. Der hat bei Bad Banks, fand ich den großartig, und bei Freies Land. Dann die Gerichtsmedizinerin Liv Lisa Fries heißt die Schauspielerin. Oh ja, da sagst du jetzt gerade was. Babylon Berlin oder so hat die mitgespielt, oder bei Hochstapler Felix Krull und so. Was wolltest du da sagen? Das sagst du jetzt auch was Schönes dazu, weil wenn man sich den Film anschaut, der Film ist sehr düster, sehr schwarz, sehr grau und alles. Nur sie, also ab und zu, klar, ein Mann mit einem weißen Hemd wird auch mal dargestellt, aber die haben da meistens noch eine schwarze Weste drüber. Trotzdem, sie wird immer in sehr hellen Tönen dargestellt. Wie das so auch dieses Spiel von Farben, einfach so das Reine quasi. Und auch das fand ich richtig cool. Also das doch hat einfach, hat mich echt abgeholt. Kann ich ja das sagen. An sich war es schon sehr düster, der Film, auch diese ganze Aussichtslosigkeit von, wenn die da zurückkommen, da ist halt wirklich nichts für die da, und auch so gepaart noch mit diesem, ich sag mal, Wiener Schmäh, ja, dass dann die Leute alle so wirklich so direkt alles ansprechen und teilweise auch sehr morbiden Humor haben und so, das spielt da auch noch mit rein. Der Film ist jetzt nicht in Mundart oder so, der ist jetzt nicht im Wiener Schmäh, aber so von der Art her, wie es gemacht ist, das war halt sehr direkt und sehr auch, ja, teilweise voll in die Fresse dann, wenn irgendjemand was gesagt hat, und da wurde halt nicht lange drum herum geredet. Das ist jetzt nicht wie in manchen anderen Filmen, wo dann ewig irgendwas zwischen den Leuten steht, sondern, ja. Also ein sehr überraschender Film, fand ich. Das ist eine österreichisch-luxemburgische Co-Produktion, glaube ich. Und am Anfang läuft erstmal ewig hier so Filmförderung dies, Filmförderung das, und da hat es Geld bekommen. Ich finde es immer spannend, dass wenn sowas läuft, geht ein Raunen immer durchs Gesicht. Aber wann war denn wirklich das letzte Mal, dass, wenn sowas kam, dass der Film dann auch dementsprechend nicht so richtig gut war? Fallen da diverse belgische Filme ein, wo das auch war? Ich sagte zuletzt. Wann hatten wir zuletzt einen belgischen Film? Das hat sich bei mir immer noch sehr eingebrannt. Ja, ich merke schon, das ist traurig. Ja. Geh raus aus diesem Trauma, Erik. Auch du kannst dieses Trauma besiegen. Aber ich sag mal, schreib dich nicht ab. Lern richtig lesen und schreib. Nee, Moment, das war was anderes. Viele erwarten oder hoffen halt doch eher auf den neuen Hollywood-Blockbuster in der Sneak, die ja relativ selten gesät sind, aber dann doch irgendwann mal doch mal kommen. Ab und zu mal sehr selten. Aber wenn dann da steht, aber Filmförderung, Bergisches Land und irgendwie so Luxemburg und. Ja, da weiß man schon, okay, das ist jetzt nicht unbedingt der neue Film mit Tom Hanks oder so. Und aber war trotzdem gut. Das sind ja eigentlich so die typischen Sneak-Filme, wo man sagt, boah, hätte ich nie angeguckt. Die vielleicht auch nicht so den riesen Kinostart bekommen, die vielleicht eher in so kleineren Sälen laufen und die aber trotzdem gut sind. Und deswegen geht man eigentlich auch sehr gerne in die Sneak, um solche Perlen zu sehen. Also mir hat er echt gefallen. Ich habe jetzt noch gar nicht abgestimmt. Das muss ich noch tun. Wo ist hier die Abstimmung? Ich habe schon abgestimmt. Ich habe 8 Punkte gegeben, sehe ich hier. So viel! Und, ja, ich fand ihn echt gut. Also, ich fand ihn auch sehr gut gedreht. Ich mochte den visuellen Stil. Ich mochte die Darsteller. Und hat mir echt gut gefallen. So ein Krimi in der Zeit. Mit gesellschaftskritischen Aspekten und so. Ja, ich habe ihm 7 Punkte gegeben. Ja. Habe ich auch schon noch Weiterempfehlungen? Aber sehr positiv, 7 positiv. Ach ja, Dodo und Gipfel. Dode. Gipfel. Ja. Okay, da hast du was Gutes verpasst, ehrlich. Ich glaube, der hätte dir gefallen. Du magst ja auch so Krimis und so. Krimiserien guckst du auch gerne. Ja. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so das Setting, vielleicht. Was ich, aber war ja für uns genauso. Also wir wussten ja jetzt auch nicht so recht, was wir davon halten sollen erstmal, aber dann echt gut auch so die Ermittlungen. Vielleicht mal im Hinterkopf behalten, wenn der irgendwann auf Sky läuft, dann vielleicht doch mal reinschauen. Das kann man dann definitiv mal machen. Wie sieht denn der Tipp für die morgige Sneak Preview aus im Gloria Stuttgart? Das wäre dann der Tipp für den 20.09. und der lautet: bevor es losgeht. Bevor es losgeht. Und gibt es da schon Hinweise außer James Bond oder so? Ja, einen von dir. Nowhere Special. Ah, vor 5 Minuten getippt, damit hier was drinsteht. Was ist los, Leute? Da steht 19 Minuten. Ja, nicht ganz. Kam mir länger vor. Wir nehmen ja auch schon eine Weile auf jetzt. Also 5 Minuten vor der Sendung getippt, so ungefähr. Also Nowhere Special, ich habe vorhin gerade mal schnell durchgeschaut.
ist der Film mit, mit James Norton in der Hauptrolle. Und ich glaube, weiß nicht, ob der verwandt ist mit Edward Norton, könnte sein. Auf jeden Fall geht es darum, dass er eine Krebsdiagnose bekommt und er will die Zeit nutzen, quasi eine neue Familie, einen neuen Vater für seinen Sohn zu finden. Das vielleicht klingt zwar wie ein schweres Thema, aber ist eher so, ja, Dramedy und so und könnte passen auf den Tipp halt. Ne? Ich habe mich da eher an den Tipp gehalten, bevor es losgeht, also bevor er irgendwie ins Krankenhaus muss. Könnte sein, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und wenn ihr da draußen, Hörer, wenn ihr da einen Tipp habt, wenn ihr sagt, oh, hier, auf den Tipp, da passt doch eindeutig der und der Film, der demnächst anläuft, dann ran an die Tasten, Gloria Sneak Stuttgart und lasst den Tipp da, weil da sieht es gerade in letzter Zeit immer ein bisschen dünner aus hier. Außerdem der James-Bond-Tipp da gehört ja keine Mühe dazu, hier jede Woche James Bond zu schreiben. Ja, immerhin kommen Tipps. Also. Dann. Aber wird glaube ich, spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film morgen dem Erik gefällt. Okay. Das ist wahrscheinlich nicht, das getippte Krebsdrama. Oder Krebs, hier, Ding hier. Ja. Dann begeben wir uns mal in den Bereich Heimkino. Heimkino. Haben der Chris und ich einen Film geschaut, schon vor einiger Zeit. Den habe ich auch in der vergangenen Folge vom Sneakpod, wo ich mal eingeladen war, vorgestellt und habe die anderen gezwungen, den auch zu schauen. Den hat er nicht gut gefallen. Ich glaube, uns hat er besser gefallen. Das ist uns egal. Das kann durchaus sein, ja. Die Schmecker sind halt verschieden. Worum geht es denn bei Child auf Netflix? Sweet Child auf Netflix ist der zu klicken. Und es geht um hauptsächlich um Jason Momoa. Mal wieder. Und wenn man das jetzt erstmal so hört und sieht und sich das anschaut, was es ist, denkt man erstmal, okay, Standardfilm mit Jason Momoa, Action hier, da ist mal wieder Schnee, da ist mal wieder kalt, da ist mal das. Schießereien, Verfolgungsjagden und alles. Wenn man allerdings dann sich den Film anschaut, wird man schnell feststellen, okay, es ist doch nicht alles so dumpf, stupide, wie es Jason Momoa auch schon zuletzt gezeigt hat. Und es geht im Prinzip darum, dass Jason Momoa zusammen mit seiner Tochter, mit Isabella Merced umherzieht und quasi den Killer seiner Frau sucht, wenn ja, ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, muss, glaube ich, ein bisschen anders sagen. Also am Anfang liegt die Frau von Jason Momoa im Krankenhaus. Sie hat Krebs diagnostiziert bekommen. Ja, so was. Und es wird eine Therapie, ja, es ist schon eine Weile her, dass wir es gesehen haben. Ne? Aber ich habe gerade letztens drüber geredet, deswegen ist mir das noch ein bisschen präsent. Es wird, man hat schon verschiedene Therapien versucht, die fehlgeschlagen sind. Und es gibt dann wohl eine neue Therapie von einem Pharmaunternehmen, die wohl sehr erfolgsversprechend ist, gerade für diese Art von Krebs, was seine Frau hat. Und kurz bevor die Therapie starten soll, zieht aber das Pharmaunternehmen dieses Medikament vom Markt. Und der CEO des Pharmaunternehmens sagt dann auch im Fernsehen irgendwie, warum sie es gemacht haben und beantwortet auch so Fragen von Zuschauern. Und da ruft Jason Momoa an und sagt dann halt wirklich eindeutig, also wenn das jetzt hier nicht wieder auf den Markt kommt und wenn meine Frau deswegen stirbt, weil das Medikament nicht da ist, dann bringe ich sie eigenhändig um oder sowas. Ne? Ist natürlich schlecht jetzt so eine... Stimmt, so war das, ja. Ist natürlich schlecht jetzt... Ich erinnere mich dunkel, ja. Ist schlecht, das öffentlich so zu äußern, ne? Weil da ist natürlich gleich, wenn dem was passiert, wissen natürlich alle gleich, ja, es passiert dann halt auch, dass die Frau verstirbt und er macht dann halt das auch wahr, was er gesagt hat und er erfährt dann auch noch von so einem Whistleblower, der ist nur erstmal, der recherchiert, so ein Pressemensch, der hat bei dieser Pharmafirma recherchiert und hat da so dunkle Machenschaften entdeckt, die auch mit anderen zusammenhängen, mit dem wollen sie sich treffen und treffen sich mit dem in so einer S-Bahn. Und dann geht ein bisschen was schief, weil da ist offensichtlich so ein Profikiller auf dem Weg. Und bringt diesen Informanten um und seine Tochter, die sich auch mit reingeschlichen hat in diese S-Bahn, weil die das auch mit sehen wollte, und Jason Momoa, die werden beide verletzt und landen auf dem Bahnsteig. Und
dann, als sie dann irgendwie wieder wach werden, dann beschließen sie dann doch mal weiter nachzuforschen und starten da einen Rachefeldzug gegen dieses Pharmaunternehmen. Speziell auch gegen die, wo sie glauben, dass sie dahinter stecken noch, gegen die, weil das war wohl nicht der Einzige, der da, den sie schon erwischt haben. Und sie müssen dann auch so fliehen, nachdem sie dann gewisse Sachen durchgezogen haben. Und das ist so eine Art Roadtrip, aber die FBI, natürlich weil sie Leute umgebracht haben, und diese Killer von diesem Pharmaunternehmen sind hinter denen her. Und darum geht es eigentlich in dem Film. Am Anfang ist noch ein bisschen Foreshadowing. Man sieht Jason Momoa oben auf dem Dach des Pittsburgh Steelers Stadions stehen und von Polizei, von FBI umzingelt. Und er springt dann von da oben ins Wasser rein. Ne? Und Genau. Ich stelle fest, du hast den noch viel präsenter wie ich. Ja, wie gesagt, ich hab vor wenigen Tagen dir drüber erzählt. Ja. Ja, siehst du mal, das ist schon mal erschreckend, dass du schon so viel vergessen hast, obwohl deine Wertung relativ okay oder hoch ist im Vergleich zu meinen. Oh, ja, okay, wir sind nah dran, aber... Nein, aber ich muss wirklich sagen, was ich wirklich in Erinnerung habe, ist, dass es diesmal nicht so stumpfsinnig ist von Jason Momoa, wie es schon war. Und dass Isabel Merced, müssen wir rausfinden, wie man die richtig ausspricht, das wird ihr dann nur gerecht. Benz. 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 Ich fand das bei ihr eigentlich relativ cool, weil die hat einiges an Facetten in dem Film von sich mal zeigen können. Also nicht nur dieses, oh, ich bin das Teenage-Girl und die schon so erwachsene Tochter oder blablabla, sondern einfach auch mehr, dass da auch mal noch mehr kommt. Und das fand ich ganz cool. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen da. Und insgesamt fand ich es jetzt, ja, es gibt sicherlich bessere Filme, aber es gibt auch weitaus schlechtere Filme, vor allem mit Jason Momoa. Wir können, glaube ich, jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, weil das Eigentliche, warum mir der Film gefällt, ist eigentlich so das Ende, wo sich dann noch gewisse Sachen entflechten und man ein paar Sachen erfährt. Und das hat für mich den Film, ehrlich gesagt, nochmal ein bisschen aufgewertet, weil ich dann auch nochmal drüber nachgedacht habe. Und ich habe tatsächlich auch den noch so, naja, ungefähr ein halbes Mal nochmal geschaut. Also ich habe nochmal so gewisse Szenen mir angeschaut. Und da ist mir aufgefallen beim zweiten Mal reinschauen, dass ich auch die Inszenierung der Action-Szenen eigentlich sehr, sehr gut fand. Speziell zum Beispiel in dem Hotel, wo die dann so überrannt werden von den Agenten, wo dann auch so der Profikiller mit drin ist und so. Und ein paar Sachen waren natürlich absolut Banane, wo die dann da im Wald da eine Falle stellen und sowas. Ist klar, aber mit dem Wissen, quasi wie sich das entflechtet am Schluss, kann man da vielleicht auch verstehen, warum jetzt manche Sachen nicht so perfekt gelaufen sind, ja. Ja. Und das war auch so eine Geschichte, das habe ich versucht, da im Sneakpot ein bisschen zu diskutieren mit denen, aber da haben sie sich nicht so recht drauf eingelassen, weil eigentlich muss man es aus einem anderen Blickwinkel sehen, die ganze Geschichte. Ich sage das mal ganz vorsichtig, spoilerfrei. Und wenn man das tut, dann funktioniert der Film richtig gut. Weil man darf jetzt nicht so sehr nur das in einer Richtung sehen. So, mehr sage so ich ist jetzt. Es. So, jetzt halte ich die Klappe. Ja, das hast du jetzt, finde ich, sehr, sehr schön und treffend zusammengefasst auch. Also das fand ich jetzt großes Lob und Anerkennung. Genau, und vielleicht, ja, also doch mal reingucken, ordentlich dranbleiben, auch so drauf achten auf manche Szenen und so. Und dann, ja, bin ich gespannt. Dann lasst einen Kommentar da bei uns auf kinocast.net, wie ihr das so fandet. Kate, hast du da eigentlich schon mal reinguckt? Oder von dir habe ich da noch nichts gehört? Nee, noch gar nicht. Interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. What? Was? Lösch dich. Ist nicht schlecht, der Actionfilm, also echt. Waren halt auch so, na, ich sag jetzt nichts mehr. Also, Empfehlung und genau, hört dann auch mal in den Sneakpot rein, der jetzt gerade aktuell erschienen ist. Da ist auch Sweet Child der Top-Film der Woche, über den wir sprechen. Und, alright, von mir, 6,5 Punkte hatte ich, glaube ich, auch im Sneakpot gegeben. Von mir 7 Punkte. Sind wir ja nah beisammen. Also eigentlich auch 6,5, aber wegen Isabella Merced. Ich fand der lag jetzt schon so ein bisschen über diesem Netflix-Durchschnitt, den es da so gab, weißt du, das sind ja viele so vom Reißbrett, so diese Netflix-Filme, wo die halt merken, okay, was gefällt den Leuten, was sollten wir produzieren, in welche Richtung sollte es gehen,
ich sag mal nur, da gab es doch so zig Filme, wo irgendeine Droge irgendwas Besonderes auslöst und dann gibt es irgendwie einen Polizisten, der da so halbseiden so, da gab es so viele von diesen, gab es sogar eine Serie, naja. Und das ist hier mal irgendwie ein bisschen was anderes, fand ich. So, was ja. hab ich hier gegeben? Ach so, ich stehe ja da nicht drin. Okay, dann weiß ich nicht, wie viel ich da gebe. Ah, ich glaube, es waren 6,5. So, jetzt, pass mal auf. The Suicide Squad, das ist ja ein schwieriges Thema, ne? Und ja, gell? Also ihr habt doch bestimmt diesen Suicide Squad gesehen, den es vor ein paar Jahren gab, schätze ich, oder? Mal reinguckt wenigstens. Den haben wir gesehen und entsprechend hier auch besprochen, ja. Genau, also den 2016 und den fandet ihr auch nicht besonders, schätze ich mal, oder? Habe ich das falsch erinnert? Nee, der war nicht so gut. Ja, DC-Filme finde ich generell irgendwie Banane. Okay, ja. Obwohl der von David Ayer gedreht war, der ja auch gute Sachen gemacht hat, trotzdem für mich war der auch extrem enttäuschend. Und jetzt habe ich schon erzählt, hier bei uns im Hotel hatten wir so einen Fernsehkanal, da lief tatsächlich The Suicide Squad, also der neue von 2021. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich da jetzt nicht lange warten muss, dann kann ich den mal gucken. Und da ist auch eine extreme Spoilergefahr von so einer Szene am Anfang, die überspringe ich jetzt einfach mal, obwohl die sehr, sehr cool fand. Und hier in dem neuen Film ist ja Regisseur James Gunn, der zum Beispiel Guardians of the Galaxy gemacht hat und da auch irgendwann mal ein bisschen in Ungnade gefallen ist, wegen so ein paar Geschichten, MeToo und so weiter. Aber ja, ich weiß nicht, also steckt da nicht so sehr im Detail drin, was da jetzt genau gelaufen ist. Ich bewerte jetzt mal nur seine Arbeit als Regisseur hier und hier muss ich erstmal ganz kurz auf den Bierdeckel kritikmäßig sagen, er hat es echt gut hingekriegt, aus diesem Müll, den es da vorher gab von Suicide Squad, eine richtig geile Geschichte zu machen, echt jetzt. Also und zwar sehen wir dann natürlich auch, wie dieser Suicide Squad zusammengestellt wird. Es sind da so zwei Personen, glaube ich, aus dem alten Suicide Squad. Zumindest die Figuren sind erhalten, die jetzt von jemand anders aber gespielt werden. Und die eine ist jetzt nicht genau dieselbe Figur, sondern ein bisschen anders. Und dieser blöde Hai, den wir da im Trailer gesehen haben, wo ich dachte, um Gottes Willen, das kann ich kein Mensch angucken, ist tatsächlich auch ganz cool. Und diese abgefahrene Truppe, wo der Humor nicht so ätzend ist wie bei dem alten Suicide Squad, sondern der hat hier so eine, ja, der hat hier so eine Stimmung, wo ich mich echt teilweise kaputt gelacht habe über manche Sätze oder über manche Aktionen, die abgefeuert haben. Und die ganze Geschichte ist dann so, da gibt es irgend so eine kleine Insel, da waren früher mal die Nazis drauf und da steht so ein Forschungslabor, das ist so ein Turm, sieht ein bisschen aus wie das Ding, was oben auf dem Pragsattel steht, bloß ein bisschen höher. Stuttgarter werden wissen, was ich meine. Und, geil. Und in diesem Turm werden halt so Experimente gemacht und diese Insel, die gehörte halt die ganze Zeit irgend so einem Staatschef und der ist jetzt weg vom Fenster, da ist jetzt so ein neuer Staatschef und der ist so ein bisschen so diktatorisch unterwegs und der möchte dieses Wissen, was da die Nazis in diesem Turm da hatten, will er mit nutzen, um halt auch ein bisschen, die Welt, nicht die Welt, also solche verrückten, ganz verrückte Pläne hat er nicht, aber zumindest mal eine Waffe in der Hand zu haben. Und das Suicide Squad wird halt losgeschickt, beziehungsweise werden verschiedene Teams losgeschickt. Schauspieler hier zum Beispiel Joel Kinnaman, Idris Elba, John Cena als Peacemaker, Jay Courtney ist dabei, Daniela Melchior, Michael Rooker, King Shark, der im Original, ich habe es ja im Original gesehen, also quasi auf Englisch mit arabischen Untertiteln, die ich natürlich nicht gelesen habe, wird im Original gesprochen von Sylvester Stallone, das fand ich echt cool. Und Margot Robbie dabei als Harley Quinn natürlich. Und die treten halt an. Ich kann sagen, aber die ist doch beim ersten auch dabei. Ja, die ist dabei, oder? Genau. Ich sag dir, manche ist ja völlig reingebucht in diese Rolle inzwischen. Ja, die passt halt auch gut. Aber die ist hier von der Rolle her anders angelegt, während sie im Original eher so anarchistisch und irgendwie gegen alle und keiner wusste, so ein bisschen Joker-mäßig, keiner wusste, ob er sich auf sie verlassen kann oder nicht, ist sie hier eher so eine Teamplayerin, die auch durchaus Tiefe bekommt und durch ihre verrückten Sachen dem Team durchaus hilft. Und das fand ich hier auch sehr, sehr angenehm. Und ich will es nicht zu sehr spoilern, aber es geht noch in so eine Richtung Kaiju-Film.
Also sprich ein Riesenmonster. Und da war ich voll dabei. Also das ist ja genau mein Ding, ne? Und ich will jetzt nicht verraten, was es ist, weil das wirklich sehr, sehr verrückt ist. Und ich mochte sehr, in welche verrückt, lustig, nett abgefahrene Richtung das geht und nicht so ätzend und möchte gern tiefgründig wie dieser alte Suicide Squad. Ich sage euch ehrlich, wenn der auf Sky läuft, dann gucke ich den noch ein, zwei Mal. Der hat mir wirklich gefallen, der Film. Er war an manchen Stellen comichaft übertrieben brutal. Also fast brutalitätsmäßig wie hier unser Hinterland, den wir hatten teilweise. Ne? Also, aber auch eher so, ja, wenn da der Hai, der hat halt so, der hat eine große Zähne halt, wenn der kann halt mal jemanden den Kopf abbeißen oder so, einfach mal so. Und dann, weißt du, und solche Geschichten oder auch die Waffen, die einsetzen, ist halt wirklich so comichaft übertrieben. Und dann natürlich mit irgendwelchen bösen Nazis, die noch irgendwelche Sachen da geforscht haben und so. Und die haben natürlich. Im Original auch mit so einem deutschen Dialekt gesprochen. Das fand ich so super. Ich weiß nicht, wie der im Deutschen kommt, der Film, aber mir hat er echt Spaß gemacht. Das hätte ich nicht gedacht von diesem DC-Film. Ich dachte, ach ja, jetzt kommt das hier. Dann guckst du halt mal an. Und dann kam so diese erste Szene, über die ich mal wirklich gar nichts verraten will. Und dann dachte ich, okay, der Film, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ja, die erste Szene sind so 5 Minuten, wo so ein Einsatz auf so einer Insel ist. Und dann dachte ich, okay, der Film hat definitiv was. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du den mal noch weiter. Und hat mich nicht enttäuscht, wirklich. Also von mir 7 von 10 Punkten für The Suicide Squad von 2021. Okay. Chris, du hast nicht schlecht Chaos Walking geguckt. Oder ja, aber das können wir ganz schnell machen. Weil Greenland habe ich nämlich auch geguckt. Könnte es auch machen, aber Chaos Walking können wir ganz schnell machen. Weil Chaos Walking, du hast ihn ja schon vor 2, 3 Folgen vorgestellt. Ich habe mich jetzt auch dran getraut. Ja klar, die Hauptdarsteller Daisy Ridley und Tom Holland versprechen einiges. Im Endeffekt ist es relativ ist so Film, so ja. Ja eben, ne? Okay, kann man mal schauen, wenn man nichts anderes mehr zu angucken hat. Ansonsten muss man, glaube ich, nicht gesehen haben. Das war doch deswegen, so dämlich, dass man dann immer so die Gedanken sieht. Ich meine, ja, genau, das hat so viel Spoof-Potenzial, weil, ey, wenn du von Männern Gedanken sehen könntest, ja, also jetzt mal so unter uns, ja, also, und dann kommt da diese Daisy Ridley auf den Planeten, ja, Ja, deswegen sage ich ja, das ist so, also ich hab ihn jetzt mal ganz kurz, machen wir wirklich ganz kurz, ich habe ihm 5 von 10 Punkten gegeben, weil, wie gesagt, kann man schauen, muss man nicht. Gibt Besseres. Ja, genau. Also es war auch echt seltsam. Also die hätte ich mir durchaus mehr versprochen und ich hätte mich da geärgert, wenn ich ins Kino gegangen wäre, weil der Cast und so weiter las definitiv ganz gut. Und ja. So, dann habe ich jetzt Green doch mal vorgezogen. Das wollte ich erst nächste Woche machen, weil ich, ja, Kate... Ja, der Witz Greenland ist ja, genau, der Witz ist ja, ich habe Greenland geguckt und ich habe vergessen, dass ich ihn gesehen habe, bis ich ihn jetzt gerade bei dir in der Liste gelesen habe. Und dachte ich, ach, ich wusste, dass du den gesehen hast, deswegen habe ich den auch geguckt. Ja, ich habe ihn aber schon wieder vergessen. Und das ist das Fatale an diesem Film. Brauchst du Hilfe? Also kommt ein Meteorit? Nee, ich habe nochmal geguckt. Also ich habe geguckt. Ein Meteorit soll an der Erde vorbeiziehen, der ein riesengroßer. Das soll das totale Naturspektakel sein. Jedoch kommt relativ schnell am Anfang des Films raus, dass die Forscher sich ein bisschen vertan haben und einzelne Stücke von diesem Kometen abbrechen. Und dieser Komet ist so riesig, dass ein Splitter davon so groß ist wie der Asteroid, der damals die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und das ist nur ein Splitter davon. Und der ist auf direktem Kollisionskurs mit der Erde und unserer Hauptdarsteller, gespielt von Gerard Butler und Marina Bakarin, die ich aus anderen Serien bereits kannte, wollen überleben. Und sie kriegen dann auch so einen Anruf von dem Präsidenten oder von irgendeiner Computerstimme, dass sie ausgewählt wurden, in einen Rettungsschutzbunker in Grönland oder wo auch immer gebracht zu werden, damit sie überleben können. Ihm ist am Anfang nicht ganz klar, warum er ausgewählt wurde, was dann aber irgendwann klar wird, denn er ist Architekt oder sowas, oder Baumensch. Er baut Hochhäuser, so.
Und sie versuchen dann dorthin zu kommen, allerdings werden sie dort dann an dem Flughafen, wo sie ankommen sollen, davon abgehalten, einzusteigen, denn es kommt raus, dass ihr Sohn Diabetes hat und es dürfen keine Menschen mit chronischen Krankheiten mit in den Bunker. Also werden sie abgewiesen und versuchen dann auf irgendwelche Art und Weise zu überleben. Sie werden voneinander getrennt, finden sich wieder, bla bla bla, überall Chaos, weil schon erste Trümmerteile auf die Erde stürzen. Und auf ihrer Reise begegnen sie Menschen und sehen, was für gute, aber auch durchaus schlechte Eigenschaften die Menschheit entwickelt, wenn es ums Überleben geht. That's it. Ja. Ich fand den Film eigentlich okay, bis auf, dass ich ihn halt extrem schnell wieder vergessen hatte, dass ich ihn gesehen habe. Und das Ende hat mir nicht gefallen. Es gibt übrigens einen weiteren Teil, ne? Sie, die machen weiter. Das schließt dann an das Ende dann, an. Ja. Dann könnte es vielleicht schon wieder ganz interessant werden. Weil ich fand, ich stehe nicht auf diese, also ich mag Weltuntergangsfilme grundsätzlich schon. Aber dann darf man das Ende nicht anteasern mit möglichen Überlebenden oder Nicht-Überlebenden oder Katastrophe unten im Bunker überleben, bla. Dann darf man das nicht anteasern. Das ist dann einfach ein Weltuntergangsfilm ohne irgendeine Art von Happy End. Weil wenn, dann interessiert mich dieser Neuaufbau einer neuen Zivilisation oder eines, ja, dieser Überlebenskampf auf der Erde dann oder so, interessiert mich dann fast mehr als der Weltuntergangsfilm. Wenn aber ein zweiter Teil geplant ist, finde ich schon wieder okay. Ja, also ich weiß nicht so recht, was ich von dem Film so halten soll. Das ist mein Problem. Ich habe den gesehen. Mhm. Es waren einfach zu viele dämliche Szenen drin. Mhm. Also nur mal, um was vom Anfang zu nennen, was jetzt spoilerfrei ist. Er ist einkaufen. Er wird von seiner Frau nochmal einkaufen geschickt, weil die haben eigentlich eine Party, wo sie Leute eingeladen haben. Dann bekommt er im Supermarkt diese Nachricht quasi auf sein Handy, so ja, hier ist die automatische Stimme und sie sind ausgewählt und bitte begeben Sie sich schnellstmöglich zu diesem Bunker mit Ihrer Familie. Sie sind, okay, das mal fertig einkaufen. Er fährt das mal nach Hause auf der Party, bis auf der Party dann auf dem Fernseher ganz groß nochmal diese Nachricht erscheint und der Anruf nochmal kommt, ja. Also ich meine, kann man ja auch erstmal ignorieren, ja, den Anruf. Nicht einfach mal nach Hause gehen, sagen, Achtung, hier Alarm packen und so. Man weiß ja, dass da was kommt, ein Meteorit, ja, sondern... Also. Ja, aber eigentlich soll er ja an der Erde vorbeiziehen. Ja, aber er konnte ja am Anfang damit nicht wirklich was anfangen, ob das ein Scherz ist oder so. Ja, du kriegst eine offizielle Nachricht von ganz oben und dann kam es ja sogar, naja, egal. Jedenfalls war das extrem dämlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann saßen die halt mit ihrer Familie zu Hause und vor allem, da hätte ja, wenn er die Nachricht bekommen hat, hätte ja seine Frau, die ja auch ausgewählt ist, die Nachricht bekommen müssen auf ihr Telefon. Die ist ja auch auf dem Fernseher erschienen. Aber die waren ja alle draußen. Duschen, ja genau, die war duschen. Und hat sich gerichtet für die Party und deswegen hat sie die Meldung auf dem Fernseher nicht gesehen. Auf jeden Fall dann. Warum dann auch auf dem Fernseher? Naja, Smart TV Weil oder so. Die Smart TV? Die werden halt alle möglichen Möglichkeiten nutzen, das durchzupushen. Das gibt's ja auch hier Katastrophenwarndienste. Kannst du ja Cell Broadcast nutzen, da gibt's ja so Kanäle. Da kannst du theoretisch dann alles Mögliche durchpushen. Na, jedenfalls waren halt so viele dämliche Szenen drin und dann die. Oh, das Insulin, das ist noch im Auto. Ich gehe raus. Da wusstest du gleich, okay, die werden getrennt. Definitiv werden die getrennt. Ja, ja. Also, weißt du, vor allem, was mich halt gestört hat, Chris, wenn du so lachst. Wenn die da in so einen Bunker gehen, da wird es ja auch eine medizinische Einrichtung geben. Ja, die haben ja vielleicht deswegen also extra nichts vorgehalten, weil. Wie gesagt. Ja, natürlich. Aber wenn ich als Mutter, ich bin jetzt Mutter und habe ein Kind mit Insulin und braucht Insulin und ich vergesse das zu Hause und ich soll in einen Schutzbunker, dann gehe ich doch davon aus, dass es da eine medizinische Station gibt mit Schmerzmitteln und genau solchen Dingen. Ich weiß ja nicht, dass die keine chronisch kranken Personen reinlassen. Genau, da kann ja natürlich also auch. Also so oder so wäre es ja rausgekommen. Ja. Da kann ja auch jemand, der in dem Bunker lebt, in der Zeit Diabetes bekommen und da müssten sie auch was da haben oder so. Genau. Ja, aber nee, Chris, um für dich das nochmal zu erläutern, ja, die fahren dann zu dem Militärstützpunkt, wo sie abgeholt werden sollen.
Und da wird dann alles so gecheckt hier, wie am Eingang vom Fußballstadion, weißt du so, ob du berechtigt bist. QR-Code. Und dann sind die dann drin und fällt, oh scheiße, wir haben die Medizin, die ist nicht in seinem Rucksack, weil sie müssen dann ihre Sachen umpacken, sie dürfen nur einen Seesack mitnehmen pro Familie. Und da feststellen, ach, das ist noch im Auto. Und draußen vor den Toren von dieser Militärbasis marodierende Horden. Also wirklich, man kann es nicht anders sagen. Und da hat er irgendwo sein Auto stehen lassen in diesen ganzen Horden. Ja. Also, ich gehe raus, ich hole das noch. Und so. So völlig, ja. Naja. Also, ab und, jetzt ist es was Persönliches. Und dann, ja, und dann ist natürlich so, dann sind halt beide draußen in diesen marodierenden Horden unterwegs und müssen sich wieder finden, wie es halt immer so ist. Das ist so der einfachste Filmplot von allen. Irgendjemand geht verloren und muss jemand anders wiederfinden oder müssen sich, das hast du bei Toy Story, da geht immer ein Spielzeug verloren, die anderen müssen den finden und so. Also das Simpelste von allen, ne? Und hier natürlich noch ein bisschen durch dieses, ja, weil natürlich dann auch immer Meteoriteneinschläge sind und so. Ah, ja. Hätte gut werden können. Da gab es ja auch eine verrückte Geschichte für den Film. Also eigentlich sollte Neil Blomkamp, der ja District 9 und Chappie gemacht hat, Regie übernehmen. Und Chris Evans hier sollte die Hauptrolle spielen. Das hat dann diverse Male geändert, der Hauptdarsteller und alles. Und ja, bis es dann da gelandet ist, wo es jetzt ist. Und es ist leider nicht so wahnsinnig gut geworden. Obwohl, naja. Ich habe dann mal noch eine Frage. Gehen wir erstmal Punkte, oder? Ja, ich habe noch eine Frage kurz zu diesem Insulin-Päckchen. So, die wissen ja gar nicht, wie lange die da in den Bunker müssen. Und du willst mir jetzt sagen, also die wollen mir sagen, dass das Insulin, was das haushaltsübliche Insulin, was man so zu Hause hat, für, weiß ich nicht, für unbestimmte Zeit reichen soll? Also das bisschen, was die da hatten, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber ich glaube, das reicht ein paar Wochen oder so. Und ich möchte noch erwähnen, dass unsere guten Wissenschaftler in diesem Film sehr, sehr schlecht wegkommen. Denn es wird zum einen gesagt, dass der Meteorit nicht einschlagen wird. Dann schlägt er doch ein. Und dann wird vorausgesagt, dass es über Jahre hinweg kein Leben auf der Erde geben kann. Was ebenfalls am Ende des Films aufgelöst wird. Das ist nicht Spoiler. So genau der Fall. Spoiler. Ja, also ich sag ja nichts Genaues. Ich sag nur, dass es nicht so genau der Fall ist. Wo ich mir dann auch denke, wollen die irgendwie die Wissenschaftler böse anmachen in dem Film? Ich weiß es nicht. Es gab echt viel, was mich an dem Film. Also ich fand ihn grundsätzlich, es gab schon wesentlich schlechtere Katastrophenfilme, ich sag nur 2012. Oder The Day After Tomorrow ist jetzt auch nicht so das Meisterwerk. Aber es gab wirklich schon schlechtere Filme als Greenland. Aber es gibt einiges, was mich an diesem Film gestört hat. Und eben, dass ich schon wieder vergessen hatte, dass ich ihn gesehen habe. Das hat mich jetzt irgendwie schockiert. Okay, von mir 4 Punkte. Ja, ich gebe mir schon 6. Es war schon okay. Aber, ach. Könnte besser sein. Hätte besser sein können. Okay. 6. Ja. Weil ich da ein bisschen mehr Zeit brauche, rede ich dann doch das nächste Mal erst über Nomadland. Ich rede jetzt noch ganz kurz über Angriff der Riesenkralle. Ach du Scheiße. Wow. Originaltitel The Giant Claw. Ist ungefähr aus derselben Zeit. Das ist ein Schläferz-Film, oder? Ja, ist aus derselben Zeit, wie damals der erste King Kong-Film entstanden ist. Und ja, war jetzt bei Schläferz am Freitag und das war wieder ein absolutes Highlight. Ja, also 50er Jahre, schwarz-weiß, Monster-Action, extrem dämlich und es war so abgefahren dämlich und hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich suche jetzt gerade nochmal die Beschreibung aus. Also da gibt es so einen komischen, ah hier genau. Ich lese mal vor, was hier bei Schläferz steht. Phänomenaler Monsterfilm aus der frühen Blütezeit der Science Fiction, als man noch keine billigen Farbeffekte benötigte, um das Publikum in den Bann zu ziehen. Wir präsentieren ein furioses Flugmonster, das eigentlich von Effektlegende Ray Harryhausen gestaltet und animiert werden sollte. Der war allerdings zu teuer, weswegen man einfach einem alten Marionettenschnitzer aus Mexiko $50 in die Hand drückte, um ihm dafür eine Riesenkralle zu basteln. Die daraus resultierende behämmerte Bachstelze wurde bei der offiziellen Premiere vom Publikum auch direkt schallend ausgelacht. Und nicht nur die Darsteller verließen so schnell und unauffällig wie möglich das Kino. Ja, also es geht da quasi um einen Vogel, der aus irgendeiner anderen Dimension kommt, wo halt irgendwie Vögel groß und böse sind, keine Ahnung. Und am Anfang, ja, gibt es halt erstmal so diese typischen Angriffe und dann sieht man irgendwann so eine
so eine Spur im Boden von einem riesigen Vogel, der da gelandet ist, so eine Kratzspur, und dann werden halt immer irgendwelche Flugzeuge entführt und sowas, und im Radar ist der halt nicht aufspürbar, weil es halt ein Vogel ist und kein metallenes Objekt. Und dann auch bei ersten Sichtungen von irgendwelchen Kampfflugzeugen, wo dann so ein schwammiger Schatten irgendwie vorbeifliegt, ja, dann wird ihnen nicht geglaubt und so, und ach, das ist alles extrem dämlich, aber sehr, sehr lustig gewesen. Dann auch die Kommentierung, die von Kalkhoff und Rütten und so weiter zwischendrin, die das immer mal ein bisschen eingeordnet haben, sehr, sehr lustig. Also hat viel Spaß gemacht. Angriff der Riesenkalle, Originaltitel The Giant Claw. Und nächste Woche gibt es irgendeinen komischen Actionfilm, wo irgendwie die ganze Zeit geballert und gekloppt wird. Das wird auch lustig. So, nächste Woche dann von mir definitiv mal Nomadland. Da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, weil da ist es echt wert. Und jetzt gucken wir mal in die Charts. Kinocharts und Neustarts. So, hier Platz 5. Stillwater. Gegen jeden Verdacht ist doch mit Matt Damon irgendwie, der auch wieder mal auf einer Ölplattform arbeitet und nach Marseille reisen muss. So ungefähr so wie Liam Neeson, der seine Tochter sucht oder so. Nee, beziehungsweise die sitzt, die sitzt im Gefängnis und sagt aber, sie wäre unschuldig gewesen. Und was steht hier? Der Vater muss sich nun mit Sprachbarrieren, kulturellen Unterschieden und einem komplizierten Justizsystem herumschlagen. Mein Gott, was ist da in Frankreich los? Eieiei. Tja. 140 Minuten. Lassen wir mal so stehen. Platz 4, Afterlife in den Innenstadtkinos Stuttgart Charts. Da laufen auch immer mal diese anderen Filme da auf Sky, aber die versuche ich zu vermeiden. After Passion und After Truth und After Eight. Du bist da sehr sattelfest, was das alles angeht. Ich habe es einfach gelesen, was da steht. Dann Platz, wo sind wir? 3. Beckenrand-Sheriff mit Sebastian Betzel. Platz 2, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, den ich immer noch nicht gesehen habe und mich sehr ärgere. Ja, Free Guy wollte ich auch noch gucken und Dune auch noch, der ist Platz 1. Ja. Hm. Oh, das soll Standing Ovations gegeben haben nach Ende des Films hier beim Filmfestival in, wo war das, Venedig jetzt? Bei Dune? Cool. Also es sind auch in meiner Kino-Filter-Bubble, alle, die den gesehen haben, feiern den ziemlich ab. Also die so quasi so Film-Podcasts und so Blogs haben und sowas. Ja. Ich habe bis jetzt nur so ein paar negative Sachen gehört, aber von Leuten, die, ja, weiß nicht, da so auf Twitter ein bisschen rumschwirren, wo ich jetzt nicht gerade große Filmkompetenz unterstelle, aber ja, die halt irgendwie mal ins Kino gehen und da irgendwie mal erwarten, oh, ein Science-Fiction-Epos oder sowas, ja, und dann kommen sie da rein, hey, Dune, was ist das und so, und was ist das für ein Scheiß? Ja, also nicht wissen, was sie da erwarteten. Das war jetzt aber trotzdem ein bisschen böse, Erik. Na, so bin ich. Ja, man muss polarisieren hier. Neu starten tut zum Beispiel Schachnovelle. Was auch immer das ist. Romanverfilmung mit Oliver Masucci als Anwalt im Zweiten Weltkrieg, der in Isolationshaft Schachpartien nachstellt, um nicht verrückt zu werden. Dann startet Helden der Wahrscheinlichkeit. Den hatten wir schon in der Sneak. Und den habe ich sehr, sehr gefeiert. Schwarze Komödie über einen Trupp von Freaks und Nerds auf Rarefeldzug gegen eine Biker-Gang. Das trifft's, ja. Aber sehr cool, sehr zu empfehlen. Okay, jetzt lese ich gerade die Beschreibung von einem Film, wo ich eigentlich gedacht hätte, könnte mich interessieren, aber von dem habe ich noch nie gehört. The Many Saints of Newark. Das Drama bringt die Sopranos auf die Kinoleinwand, erzählt die Vorgeschichte zur beliebten und vielfach ausgezeichneten Serie über die Mafia-Familie. Hä? Wusste ich nicht, dass das kommt. Krass. Hast du Sopranos geguckt? Ja. Okay. Ich nicht. Okay, dann startet auch noch Tubab. Den hatten wir auch in der Sneak, den haben wir auch schon besprochen. Und den können wir eigentlich auch empfehlen. Babtu, der aus der Haft entlassen wird und dann wieder Scheiße baut und zurück in den Senegal abgeschoben werden soll. Okay. Die außergewöhnliche Reise der Celeste Garcia. Ein spanischer, nee, kubanischer Film, glaube ich, oder? Celeste lebt mit ihrem Sohn in Havanna und arbeitet als Teilzeitkraft in einem Planetarium, wo sie Führung anbietet. Als eines Tages einige ihrer Mitmenschen spurlos verschwinden, wird sie von der Meldung überrascht, es gäbe Aliens auf der Erde. Diese haben lange in Kuba Unterschlupf gefunden. Ich wusste es. Und nun ihrerseits einige Menschen auf ihren Heimatplaneten eingeladen. Okay.
Sieht ja wieder nach einer abgefahrenen kubanischen. Hey, komm schon mal zu mir. Kubanischen. Wir kommen immer zu euch, kommt doch mal zu uns. Hm. der nächste, der startet, den finde ich auch ganz arg großartig. Liani Katu, Zorn der Bestien. Ein der Schlachtbank entkommener Bulle wird von einer gnadenlosen Jägersmeute gejagt. Action-Drama aus Indien. Ob der Bulle am Ende auch tanzt? Also das sieht ja riesig aus. Also der, ja. Aber das ist wahrscheinlich so ein übertriebener indischer Film hier, wo dann die Leute wieder fliegen und dann so. Ja, mal schauen. Operation Portugal. Ein Hakim ist ein freundlicher Nachbarschaftspolizist marokkanischer Abstammung, muss sich im Rahmen einer Untersuchung in die portugiesische Community einschleusen. Aber wie kann man in 3 Tagen Portugiese werden? Vor allem, wenn man weiß, dass Hakim eine wandelnde Katastrophe ist, wenn es um Intervention geht. Okay. Also eine Polizeikomödie, würde ich mal sagen. Läuft das wirklich alles jetzt noch an diese Woche? Das ist ja wahnsinnig viel dann eigentlich, ne? Vielleicht gibt es da irgendein Festival oder sowas. Ja, No Man of God, weil LOL im Kino lassen wir es mal aus, weil das ist ja eher. Ja, so, können wir vielleicht mal erwähnen, weil da machen die ja in Stuttgart, da machen die ja mit, ne? Da kann man die Staffel 2, kann man die eigentlich komplett sehen, aber auf jeden Fall sind Darsteller da, ne? Nur die erste Folge oder die ersten 2 Folgen. Aber es sind Darsteller da, habe ich gesehen. Ne? Das ist eine Sonderaktion im Gloria Kino Stuttgart. Ja. No Man of God, Krimi-Drama mit Elijah Wood, der als FBI-Agent den gefürchteten Ring in den Brunnen, Serienkiller Ted Bundy zu einem Geständnis belegen will. Entschuldigung. In den Brunnen. Ja, okay. Also ich glaube, der Rest läuft dann nicht an hier bei aktuell. Okay, was haben wir denn noch so hier im Angebot? News und Trailer haben wir diesmal gar nichts weiter. Dann machen wir mal mit den Serien weiter. Serien. So ein bisschen der Katie-Bereich. Oh yeah. Dann schieß mal los. Ich habe 2 Serien angeguckt, wobei die eine noch läuft. Da kommt jede Woche eine neue Folge. Aber was ich bereits fertig geguckt habe, ist die Serie Clickbait. In Clickbait geht es um einen jungen Mann namens Nick Brewer, der Streit mit seiner Schwester hat und in der Nacht entführt wird oder am Morgen danach entführt wird. Und seine Schwester, es wird am Anfang aus der Sichtweise von seiner Schwester erzählt, die dann bei der Arbeit ein Video zugespielt bekommt, auf dem ihr Bruder zu sehen ist, der Schilder hochhebt und auf diesem Schild steht, I abuse women, also ich, Frauen misshandelt. Misshandle Frauen und bei 5 Millionen Klicks werde ich sterben. Und sie versucht dann rauszufinden, ob das ein Scherz ist und versucht ihren Bruder zu erreichen, die Familie zu erreichen, die Schwester, die Ehefrau zu erreichen und keiner weiß, wo er ist, wo Nick ist. Und es muss dann erstmal davon ausgegangen werden, dass es kein Scherz ist, dass es wahr ist. Und sie gehen dann auch zur Polizei und die sie am Anfang erst nicht richtig ernst nehmen. Es wird dann aber besser. Und es geht dann halt darum, ist das wahr? Also zum Beispiel, ist es grundsätzlich eine Lüge, dieses ganze Video? Und wenn es tatsächlich so ist, dass er entführt wurde, sind die Behauptungen auf diesem Schild denn wahr? Und so entwickelt sich die Serie in eine sehr spannende Richtung, denn in jeder Folge kommen neue Details ans Licht und neue Charaktere fast schon werden dazu genommen. Zum Beispiel die erste Folge heißt, glaube ich, die Schwester, also es wird aus ihrer Sicht erzählt. In der zweiten Folge geht es dann um den Nächsten und den Nächsten, also die Folgen. Titel geben schon einen Hinweis auf den Inhalt der Folge und über die ganze Serie hinaus, also so ging es zumindest mir, habe ich Theorien entwickelt, was da wirklich dran ist, was wirklich wahr ist, was stimmt, was nicht, wer hat ihn entführt, ist er überhaupt entführt worden, also ich habe wirklich die verrücktesten Theorien entwickelt und als ich dann die letzte Folge gesehen habe, muss ich sagen, bin ich nicht auf das Ende gekommen. Ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht, war aber sehr erstaunt und mich hat die Serie wirklich fast schon ein bisschen in ihren Bann gezogen, weil ich einfach wissen wollte, was es war. Und für die sehr aufmerksam waren, während sie die Serie geguckt haben, denen sind auch Kleinigkeiten aufgefallen, die schon die ersten Hinweise gegeben haben, was wirklich echt ist und was nicht. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Also Clickbait kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, Erik, wie weit bist du mit der Serie?
Ich habe so, glaube ich, 3 Folgen oder 4 Folgen geschaut. Mhm. Ja, ich bis zu einem bestimmten Punkt hatte ich gedacht, oh, worum geht es jetzt hier? Ist jetzt hier Familiendrama, weil die sitzen alle irgendwie am Tisch und streiten sich. Sowas mag ich überhaupt nicht angucken oder sowas. Und dann entzweit sich das und dann kommt halt dieser, ja, dieses Livestream, dieser Livestream, der da läuft, der auch immer zählt, wie viele Leute das zuschauen und ja, man weiß halt nicht, ist es wahr oder ist das irgendein Trick oder irgendwas, was ist da passiert und gerade auch dann, wie das so aufgebaut ist, sehr spannend gemacht, auch mit der Polizeiarbeit und die finden dann halt auch so Hinweise, die finden dann so, ah, das könnte in dem Video gesehen worden sein und das könnte das sein und hier haben wir was gefunden und da und dort. Ist sehr cool gemacht. Ich werde das auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Und du wirst das Ende nicht vorher erkennen, das sage ich dir. Doch, bin ich mir sicher. Bin gespannt. Also ich versuche gar nicht zu sehr zu vermuten. Ich hatte über die Serie 3 oder 4 verschiedene Theorien und eine Arbeitskollegin von mir hatte die Serie schon angeguckt und jedes Mal, wenn ich ihr eine neue Theorie erzählt habe, hat sie angefangen zu grinsen. Sie so, du wirst niemals drauf kommen. Ich so, oh mein Gott. Aber es hat, mir macht sowas Spaß, sowas miträtseln und kleine versteckte Details erkennen oder zu glauben, zu erkennen. Weiß ja nicht, ob das wirklich immer so gedacht ist, was ich aber auch schon denke, sonst würde ich es ja nicht sehen. Das hat schon Spaß gemacht. Also Clickbait kann man mal klicken. Auch ausgerechnet Adrien Grenier in der Hauptrolle, den man aus Entourage kennt, der da eigentlich immer so der... Ja, oder aus der Teufel trägt Prada. Immer so der Saubermann und irgendwie so, ja, der Schauspieler da. Der auch übrigens bei Entourage, ich glaube, Chris, das hast du ja nicht geguckt, oder? Nein. Dann für dich die Erläuterung. Das ist ja quasi eine Serie, wo es um die Filmwelt Hollywoods geht und Adrien Grenier spielt dann den Schauspieler und seine Entourage, seine Freunde, die wohnen halt mit bei ihm, weil er verdient halt die Millionen und so. Und da haben sie damals, wollten sie immer einen Aquaman-Film produzieren und da haben sie gesagt, die Produzenten haben gesagt, ja, wir mussten irgendwas nehmen aus dem Superhelden-Universum. Wir haben gedacht, wir nehmen was, wo ein Film überhaupt niemals kommen wird, ein echter Film, weil das einfach so dämlich ist. Und da haben sie halt Adrien Grenier immer einen Aquaman-Film produzieren lassen in der Serie. Das dann natürlich ein paar Jahre später. Geil. Tatsächlich ein Aquaman-Film kommt, der ja auch scheiße war, wie sie damals schon vorausgesehen hatten. Ah, na gut, sehr lustig. Also ja, Clickbait von mir auch, ja, Top-Wertung. Was ist denn die andere Serie? Die kenne ich gar nicht, die ihr beide drin habt. Die darf der Chris mal vorstellen. Only Murders in This Building ist das. Das läuft auf Disney Plus. Ist eine neue Crime-Serie, eine Crime-Medy, glaube ich. So kann man das am ehesten beschreiben. Mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short. Ah. Und ja. Das ist ein illustrer Cast. Das ist so, also, da macht der Cast. Ein absolut illustrer Cast. Ja. Ein wirklich Hammer-Cast. Sting spielt auch mal mit. Sting? Ja, Sting spielt auch mit. Genau. Sting spielt auch mal mit. Sting, auch der eine Musiker. Gastrolle. Sting. Ja, Every bekannt. Breath You Take. Habe ich letzte Woche einen Song auf die Playlist gepackt, wer sich erinnern mag. Ja. Ja. Und es geht darum, dass diese drei Charaktere in einem größeren Apartmentgebäude in New York leben. Und die haben eigentlich überhaupt nichts gemeinsam. Also Steve Martin ist ehemaliger Schauspieler, der mal einen Polizisten gespielt hat. Martin Short ist Broadway-Regisseur. Und was Selena Gomez ist, das ist so ein bisschen unklar eigentlich. Eigentlich wohnt sie dort auch nur, um nach ihrer Auskunft nach die Wohnung ihrer Tante zu renovieren. Sei mal dahingestellt, ob das wirklich so ist. Jedenfalls gibt es, also wie gesagt, haben die drei überhaupt Nullinger an Berührungspunkten, bis es zu einem Alarm kommt im Gebäude und alle das Gebäude verlassen müssen. Ich glaube, ein Feueralarm oder irgendwas. Und alle drei haben allerdings eher Lust gehabt, gerade ihren Lieblings-Crime-Podcast zu hören. True Crime Podcast, Entschuldigung. Und treffen sich dann auch zufällig im Café nebenan und stellen fest, okay, die anderen hören das auch gerne, lass uns mal drüber zu philosophieren. Und ja, haben dann die also wirklich einen richtig großen Berührungspunkt schon. Führt dann dazu, dass sie zurück wollen in das Apartmentgebäude und dort in diesem Gebäude ist ein Mensch ums Leben gekommen. Allen Anschein nach Selbstmord.
doch, die drei glauben das nicht und beschließen, okay, wir lösen diesen Kriminalfall und machen unseren eigenen True Crime Podcast daraus. Das ist so der Plot. Bin spannend. Und du hast mich jetzt schon, gucke ich auf jeden Fall rein, ja. Es ist unfassbar cool. Nein, es ist wirklich unfassbar cool, weil schon gleich am Anfang die ermittelnde Polizistin, die einmal kurz auftritt, sagt so, und jetzt gibt Ruhe, ihr True-Crime-Podcast-Spinner, irgendwie sowas. Das ist einfach herrlich. Und es entspinnt sich daraus eine Geschichte, wo man feststellt, okay, da steckt wohl doch ein wenig mehr dahinter, wie ein bloßer Selbstmord von einem jüngeren Herren, der eben auch dort gelebt hat. Und sie finden verschiedene Sachen raus. Und ich kann natürlich jetzt hier nicht groß spoilern, wer wie mit wem irgendwie da dann noch komischerweise Berührungspunkte hat und was und überhaupt. Und der witzige Punkt eigentlich ist, für die drei Podcast-Macher ist jeder im Gebäude verdächtig. Heißt, in diesem Gebäude gibt es nur Mörder. Also only murders in this building. Es ist teilweise eine unfassbar gute Situationskomik, ohne völlig überdreht zu sein. Kein Pipi-Kaka-Humor oder so. Es ist einfach herrlich. Die Charaktere sind wirklich liebevoll gezeichnet schon fast. Und das Steve Martin ist eine coole Socke. Martin Short mal wieder zu sehen, es tut auch gut. Nur muss ich sagen, Selena Gomez ist ein absoluter Knaller in der Serie. Okay. Übel. Hätte ich nicht gedacht. Ich mochte die eigentlich nicht so wirklich. Aber in der Serie, die ist so cool, die macht es so gut. Also ich bin ja meiner Meinung, Selena Gomez sollte eher mehr Schauspielerin statt singen. Die ist einfach, auch der Charakter, den sie spielt, der ist so altglatt und trocken und trotzdem witzig und süß. Und die beiden Männer, unfassbar verschroben auf ihre eigenen Art und auf ihre eigene Art und Weise, die muss man einfach nur gern haben, die drei. Und auch die Dynamik, die sich dann zwischen den dreien entwickelt, ist herzallerliebst. Und ich fand auch, die letzte Folge war so herrlich schräg. Ich saß da und ich so, was soll denn das jetzt bitte? Und dann wird es aber aufgelöst. Ich so, okay, jetzt macht's Sinn. Aber das war so schräg verschroben. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich fände es schön, wenn die Krimi-Geschichte noch stärker in den Fokus gerückt würde und auch ein bisschen stärker voranschreitet, weil es in den letzten zwei Folgen war sehr viel Charakterentwicklung und Charaktererklärung. Was nicht schlecht ist, um Gottes Willen, das ist super schön gemacht. Aber ich habe halt das Gefühl, die kommen in ihrem Kriminalfall gar nicht voran. Bis auf die letzte Szene in der letzten Folge, das war schon geil. Ja. Gibt es bis jetzt vier Folgen? Unbedingt mal reinschauen. Disney Plus? Ja, genau, kommt jeden Mittwoch eine neue Folge. Dienstag. Wir werden es merken. Guck mal rein. Ja, gucke ich auf jeden Fall, weil der Cast. Auf jeden Fall rein. Ich habe jetzt auch bei IMDb geschaut, wer da noch so mitspielt in kleineren Nebenrollen, finde ich auch alle cool. Also, Tina Fey. Ja, ich wollte es jetzt nicht verraten extra, weil das vielleicht Video-Auftritte sind. Mehr oder wie du was. Also, sehr empfehlenswert offensichtlich. Und dann sind wir ja schon durch soweit. Dann gehen wir mal rüber in die Rätselecke. Rätselecke. So, heute ist die Kate dran. Bin ich ja sehr gespannt. Ja. Hermine Granger! Ich habe übrigens beim Sneakord, den habe ich auch ein Rätsel aufgetischt. Da waren sie ganz schön blank. Also, das muss man ja sagen. Ein Harry Potter-Rätsel? Nein. Über einfach ein Rätsel. Okay. Der Sneakord hat einen erklärten Lieblingsfilm, der nennt sich Rules of Attraction. Die Regeln des Spiels, der deutsche Titel, mit James Vanderbeek hier in Dawson von Dawson's Creek, nach einem Buch von Bret Easton Ellis. Sehr cooler Film. Und ja, da habe ich mir ein paar Fakten rausgesucht. Da waren sie ganz schön blank. Haben sie wohl lange nicht gesehen gehabt. Ihr habt es lange beschrien. Und ich habe es letzte Woche angekündigt, es wird ein Harry Potter-Rätsel. Na dann. Wie ihr ja schon wisst, ich habe diese wunderschöne Triple Pursuit Box mit ungefähr, weiß ich nicht, 12.000 Fragen zum Thema Harry Potter. Und ich habe mir jetzt einfach ein paar rausgesucht, wo ich mir denke, die könntet sogar ihr wissen. Boah, was soll das heißen?
Sogar. Ja, das sind richtig schwere Fragen dabei, die sogar ich, wo ich kurz grübeln muss, ob, bis ich auf den Namen oder das, die Antwort komme. So, und das heißt viel. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Fragen rausgesucht. Ich habe mal gesagt, wer als erstes drei Fragen korrekt beantwortet, gewinnt. Ich habe mehr als drei Fragen, selbstverständlich. Mensch, haben wir ein Glück, Erik. und wenn wir gar nicht so weit kommen, dass wir drei Fragen... Das ist, wir kommen zur ersten 24-Stunden-Ausgabe also, des Kinopodcasts. Ich muss eigentlich schon lange mal auf Toilette. Okay. Ich gebe euch auch immer noch eine ganz kurze Info dazu, weil bestimmte Wörter oder so, ihr vielleicht nicht wisst, was genau gemeint ist, aber wenn ich das. Also, nein, also pass auf. Es gibt ja die sogenannten Todesser. Und die Todesser tragen am Körper eine Art Mal. Das nennt sich das dunkle Mal. Und meine Frage ist, an wo am Körper tragen die dieses dunkle Mal? Als Erkennung. Am Penis. Ach, Chris, ernsthaft jetzt. An der Stirn. Nein, die tragen das dunkle Mal bestimmt am Unterarm. Ihr habt es beide schon gesehen. So, also, ich will jetzt eine Antwort. Chris? Ja, wir haben doch schon geantwortet. Am Unterarm. Er sagt Unterarm, also, ich sag Stirn. Dann hat der Chris recht. Am Unterarm. Ach so. Und zwar am linken Unterarm. Da, wo auch ich mein Harry Potter dazu habe. Chris, du bist ja voll sattelfest also, hier. Was ist da los? Eine, so. Das hat wahrscheinlich von letzter Woche... Da gibt es doch so einen Fachbegriff für Brillieren bei absoluter Ahnungslosigkeit. Genau, sicheres Auftreten. Du hast von letzter Woche bis heute alles nachgeholt hier. Ja, da guckst du, ne? 1-0, jawohl. Oh, du bist nur noch so. Zwei Fragen bis zum Gewinn hier. Mensch. Abfahrt. Nächste Frage. Welches Fach unterrichtet Madame Hooch? Kräuterkunde. Ich überlege gerade, es ist nicht dunkle Mächte. Es ist bestimmt Madame Hooch. Es ist bestimmt irgendwas hat's mit. Warte, ich überlege gerade noch. Google tickt noch, warte. Nein, ich schwöre auf eure Mütter, dass ich es nicht mache. Ich glaube, es hat was mit Zaubersprüche zu tun. Falsch, es ist Besenfliegen. Ach, die Besenfliegen. War das. Fluglehrerin. Okay. Ja, so. Okay, schade. Warte mal, welches wollte ich denn hier? Genau. Wer ist der Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts? Auch das wisst ihr, das kommt im ersten Teil des Films. Das ist der. Kannst du nicht lieber so richtige oder falsche Fragen draus machen? Hier so freie Fragen. Nein. Immer. Moment. Na, der alte Mann da. Nein, das ist der Große, der wo immer mit Harry rumhängt. Ich dachte immer, der ist Hausmeister, aber das ist ja gar kein Hausmeister. Oder? Der Hausmeister ist der Filch. Der ist Hausmeister. Nee, nicht Filch, ich meine den anderen da. Keine Ahnung, ich sag... Wie heißt der denn? Ja, wenn ich wüsste, was er noch tut, sagen. Vielleicht. Was tut er denn noch so in den Filmen? Geht mit Harry Potter, spielt der Große mit Bart. Hagrid? Oder der was? Geht mit... Ja, Hagrid. Genau. So. Jo, wer kriegt aber jetzt eigentlich die Punkte? Der Chris keiner. Keiner kriegt die Punkte. Was? Keiner? Ich hab's beschrieben. Mir ist nur der Name nicht eingefallen. Ich habe ihn beschrieben und ich wusste, wie er aussieht. Hallo? Skandal! Okay, das müsstet ihr auch wissen. Das ist also so. Womit zerstört Harry das Tagebuch von Tom Riddle? Mit seinem Zauberstab. Nein. Es ist aus dem zweiten Teil. Tom Riddle ist der Böse. Tom Riddle ist die Jugendform des Voldemorts. Das war nicht der Stab. Der hatte irgendwas. Das war irgendwas, was er. Oh Gott. Kettensäge. Es war irgendein Teil, was er da hatte. Irgend so ein MacGuffin, was er vorher irgendwo einem Tier abgenommen hatte oder sowas da. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ich weiß es aber nicht mehr. Gegen was muss er denn am Ende vom zweiten Teil kämpfen? Ne, dieses Viech, was da oben in der Schule drin ist, da. War das das? Okay, war das der zweite Teil? Ist alles verschwommen bei mir. Ich habe alles hintereinander. Okay, wir brechen das hier ab.
Okay, das ist jetzt aber einfach. Du kannst nicht ahnungslose Leute so nach... Wer tötet Professor Dumbledore? Wer was? Du hast letzte Woche noch gesagt, du hast alle Filme gesehen. Ja. Du müsstest es wissen. So, wer tötet Professor Dumbledore? Spoiler. Puh. Frodo. Wer? So, jetzt hat man eine kleine technische Störung hier und das hat hier unterbrochen, die Aufnahme. Jetzt konntet ihr leider nicht hören, wie der Chris gnadenlos abgeräumt hat und alle verbliebenen Fragen von Harry Potter richtig beantwortet hat. Wir wissen nicht, wo er das hergeholt hat. Also das ist so eine Mischung aus Intuition, Intelligenz und keine Ahnung. Und Glück. Chris hat dieses Rätsel tatsächlich gewonnen und den Applaus, den gönnen wir ihm jetzt nochmal. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Der Applaus ist gerechtfertigt. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das heißt natürlich auch, Chris ist nächste Woche dran, uns ein Nicht-Harry Potter-Rätsel zu kredenzen. Und dann bin ich sehr gespannt. Oha, oh ja. Mal gucken, was uns da erwartet. Und wir gehen dann gleich mal rüber in die Musiktipps für unsere Spotify-Playlist. Music. So, ich habe passend zu meinem Angriff der Riesenkralle mit dem Vogel The Birds, Tambourine Man. Chris, was hast du? Ich habe die Wahl gehabt zwischen Sweet Child of Mine von Guns N' Roses, was auch gepasst hätte, oder einen Song von Sting, was heute auch gepasst hätte. Habe ich mich entschieden für die neue Single von Casper, die da lautet Alles war schön und nichts tat weh. Kate, was hast du? Schönes. Ich suchte gerade eine Serie, die nennt sich The Bold Type, typische Mädchenserie, erzähle ich euch mal anders von. Und die hat über die ganzen Staffeln, die ich jetzt bisher geguckt habe, einen unfassbar geilen Score. Und ich habe mir da jetzt aus der aktuellen Folge den Song Coyotes von Wild Bell rausgesucht. Mhm. Okay. Werde ich mal reinhören. Den kenne ich noch nicht. Den Kasper habe ich schon mal gehört. Ja. Kasper. Den Kasper. Dode, die Doden und die was war's? ja, Ballatschinken. Lecker. Dann Kommentare gab's, glaube ich, nicht, hatte ich nicht gesehen. Dann geht fleißig ins Kino, ihr alle da draußen. Ja, die Kinos brauchen immer noch viele Zuschauer, geht da rein. Jetzt laufen ja wirklich viele gute Filme an. Und vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Vielen Dank an alle, die uns weiterempfehlen. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis denn dann. Auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao, ciao. San Francisco. Schüsseldorf. Ich hab hier ohne Ton die ganze Zeit After Truth laufen, ne, hier. Ey, da wurde nur gebumst. Ja, natürlich. Das ist doch ein absoluter Softporno. Das, also, von irgendwelchen Halbvergewaltigungen unter der Dusche über irgendwas, ey. Es ist doch... Das sind immer... Das ist hier so ein Mädelsfilm oder was? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht geguckt. Eieiei. Ei, ei. Ja, After Truth, das ist ja schon... Muss man vorher noch die anderen geguckt haben, oder? Gucke ich alle nicht. Ei, interessiert ei, mich ei. Nicht. Bis Denver. Nee. Oh Gott, also jetzt passt auf. Wir haben ja nicht nur Schüsseldorf und San Francisco, sondern es gibt auch noch Massachusetts. Bis Danzig. Bis Baltrum, bis Denver, bis später Kreta, alles Roger in Kambodscha, alles klar in Kandahar. Ich finde aber nur die Verabschiedungen schön. So long Hongkong, eine Webseite gefunden alles, dafür. Alles over in Hannover, mach's gutistan, zum Hieressen oder Togo, Portugal, bye bye Hawaii und I booked one in Timbuktu. Oh Mann. Ich bleib einfach bei San Francisco. I booked one and Timbuktu. Besser wird's heute nicht. Nee. Das ist, unsere Outtakes. Ich, ja. Bis bald im Kinocast.